Um zu Norbert, unserem Arenaleiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du loslegst. Ja, das war nämlich mein Problem, denn willkommen zurück zur neuen Folge von Pokémon Silber. In der letzten Folge bin ich aus Versehen hier reingerutscht. Ich wollte nur zeigen, wie groß diese Arena ist, denn am besten wir ein bisschen mehr machen. Oder vielleicht habe ich es auch verwechselt mit dem Remix. Ich weiß es nicht, aber ich hatte die Arena ein bisschen länger in Erinnerung. Ich weiß aber nicht, wie das hier im Original war. In den Originalspielen spiele ich nicht so oft die Remakes. Und ja, willkommen zurück auf jeden Fall. Wie war euer Tag so? War der schön eiskalt wie diese Arena? Oder war der schön warm? Wie mein Flamethrower? Rosanna ist übrigens Eis-Psycho, soweit ich weiß. Und das Ding ist jetzt down. So, wir werden uns in dieser Woche entwickeln. Das ist mein Ziel. Beim Skifahren würde ich nie gegen dich verlieren. Okay. Wenn du nicht genau, wenn nicht genau rutschst, kommst du in dieser Arena nicht weit. Ja, da hat sie recht. Hallo. Da oben, der alte Mann da, das ist Norbert. Ich kenne Norberts Geheimnis. Ja, das glaube ich dir sogar, weil du hier ein Trainer bist in der Arena. Georg. Ich kenne keinen George oder Georg, der so geschrieben wird. Falls einer jemanden kennt, der so geschrieben wird, dann warum wirst du so geschrieben? Aber cooler Name, Bro. Mushas, warum greife ich Mushas an mit einer Feuerattacke? Das ist ziemlich dumm, aber ich denke nicht nach. Aber okay, Volltreffer hilft mir aus. Danke. Austos. Ich bleib drin wegen den Leveln, wegen den XP. Austos ist die Weiterbildung von Mushas. Und ja, ich habe mich keine andere Wahl. Mein Amphi muss das machen. Aurora-Strahl. Gleiches Geräusch wie Hyperstrahl, aber okay. Donnerschlag! Oh, shut up! Seriously, dude, shut up! Donnerschlag! Bye bye! Oh yeah! So, schöne Erfahrungspunkte. Oh, Level 32 für Amphi! Yeah! Amphi, gönn ich das. Oh, noch ein Mushas. Komm, machen wir den gleichen Fehler. Let's a go! Wow. 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 Ho, ho. So, mein Freund, Flammenrad. Oh, er ist überlebt leider. Super Schall, ich bin verwirrt, aber. Ich schlag mich selbst. Aua. Das tat ein bisschen weh. Oh je. Ja, keine Wasserattacke. Das ist gut. Jetzt geil ich den. Yeah, hoch zu keep it bis down. Mein Freund, du hast keine Chance gegen mich. Jörg. Okay, ich verrate dir Norberts Geheimnis. Das Geheimnis von Norberts Kraft. Er meditiert täglich unter einem Wasserfall, um Geist und Körper zu stärken. Falscher Text, das sollte eigentlich bei Hartwig stehen. Oh, hi, du bist auch noch kämpfen. Diese Arena hat einen rutschigen Boden, das ist doch lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um zu spielen. Doch, ich spiele gerade Pokémon. Pokémon Silber Edition, das spiele ich gerade, wir spielen hier gerade. Wir sind hier, um zu spielen. Für diese Falschaussage allein werde ich dich jetzt nicht verschonen. Ein Eis-Pokémon gegen mich? Ich habe ein Flamesack ist zufällig Typ Feuer. Wie ihr rechts an der Tafel, an der Border sehen könnt. An dem Layout, whatever. Und. Ah, schade. Komm schon. Noch ein Quickie. Ich hoffe, es reicht. Bitte reicht das. Ich will mich entwickeln. Komm schon. Tornupto. Nach all diesen Folgen, wir sind schon mal fast Folge 30 oder so. Sind wir schon mal Folge 30? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind Folge 28, 29 oder so? Ich weiß nicht mehr. Aber, komm schon, Tornupto, es wird Zeit! Ich habe so lange Igelava gehabt und jetzt will ich endlich Tornupto! Yes! Bye bye! Siehst du jetzt, wie ernst wir es meinen? Hey, Flamesack entwickelt sich! Bam.
Glückwunsch, dein Flamesack wurde zu Tonne. Oh yeah. Und damit kann ich euch schon verraten, haben sich all unsere Teammitglieder entwickelt. Ja, unser letztes Teammitglied, unser sechstes, das wird sich nicht entwickeln können. Guckt euch dieses coole Pokémon an. Ach, ich bin so stolz. I am very proud. Oh yeah. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wie lange ich muss. Denn ich habe die Arena schon länger nicht mehr gemacht. Wer hätte es gedacht? Das bringt nichts. Nö. Fangen wir mal von hier an. Nö, das bringt nichts. Doch, das bringt was. Das war's. Cool. Das war das Rätsel anscheinend. Okay. Muss ich heilen? Ja, ich könnte heilen. Ich habe doch bestimmt noch ein ganz kleines Tränkchen. Ja, da genau. Komm, mach ein kleines Tränkchen, kleines Trinkpäckchen. Lecker. Yay, Mama. Und jetzt werden wir gegen ihn antreten. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen. Genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Kampf gegen Norbert, der alte Eissack. Mit seinen drei Pokémon, das ist ja ein Witz. Er fängt mit Europe an, das ist ein viel größerer Witz. Lufane, sag, besieg dieses Vieh. Wir sehen so cool aus. Yeah, wir haben diesen Winchen technisch in der Tasche. Yeah, du bist jetzt abgefackelt, kleines Europe. Oh no, es hat Eissturm drauf. Das ist sehr stark, aber nicht gegen mich. Das macht nur ein KP oder zwei. Du bist der Tag brei. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Kopfnuss. Au. Hoffentlich krieg ich keine Kopfschmerzen bei dir, denn du bist ein kleines Nurob. Warum hat Nobby dich nicht schon längst entwickelt? Das ist sehr, sehr sad. Ein Mitleidssong für dich. Jetzt kommt der nächste Wicht. Yugong, na endlich eine Herausforderung. Aber das wird ich raus, denn da habe ich keinen Bock. Ich hole einmal jetzt Amphi. Yeah. Amphi weiß genau, wie man nur mit umzugehen hat. Du hast aber keine Ahnung, wie es ist zu gewinnen, denn du verlierst immer gegen kleine 10-jährige Kids. Die der Beste sein wollen. Wow, was geiler Leck. Der hat mir den Volltreffer erzielt. Dankeschön. Yeah. Was kommt als letztes? Es kommt ein Kai-Hai-Fill. Kaffee ist, glaube ich, nur Eis. Das ist ja nice. Denn das Kai-Fill killen wir jetzt. Denn es hat sich leider nicht entwickelt. Ja, yeah, das ist die Entwicklung von Quirrell. Und in Gen 4 kann es sich nochmal entwickeln. Aber hier nicht. Deshalb ist er nicht so gut. Yeah. Gewonnen. Und du bist raus. Bye bye. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Dieser Orden hebt den Spezialwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. TM16, Dankeschön! Sehr, sehr lieb, Dankeschön, Dankeschön! Diese TM enthält Eissturm. Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit.
Sie stellt die Härte des Winters dar. Dankeschön. Das ist eine sehr gute Term. Aber ich glaube, sie kann niemanden lernen, Alter. Nicht, dass ich wüsste. Excuse me? Melly? Red und Melly können das lernen? Okay. Ich denke mal drüber nach. Maybe, maybe not. I don't know. Wir werden angerufen. Von Professor Lind. Mike, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil ich im Radio etwas Seltsames gehört habe. Sie sprachen über Team Rocket. Mike, weißt du etwas darüber? Vielleicht ist Team Rocket zurückgekehrt. Das wäre nicht auszudenken. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Pass auf dich auf. Was? Im Radio hört man was von Team Rocket? Lass mal sehen. Das kann doch nicht sein, oder? Wo ist das Radio? Hier. Gehen wir auf einen Sender. Wir sind Team Rocket! Nach 3 Jahren Vorbereitung sind wir bereit für unser Comeback! Giovanni, hörst du uns? Wo ist unser Boss? Hört er auch zu? Keine Ahnung. Okay, schauen wir mal woanders ein. Gleiche. Überall? Oh nein, was geht denn da ab in Ducatia City? Gibt's ja gar nichts mehr. Ich meine, gut, damit sind die schlechten Programme jetzt draußen, aber gar nicht gut. Ja, Kacke aufs Hallen. Ich muss hier schnell weg. Kann ich nicht fliegen? Ich kann ja nicht fliegen. Oh no, ich habe kein Pokémon, das fliegen kann. Oder? Habe ich nicht in der Box noch irgendwas, was fliegen lernen kann? Ich werde jetzt wahrscheinlich eher nicht nochmal zurück gerade nach Ducatia City. Da habe ich jetzt nicht unbedingt so viel Lust. Wir haben wirklich kein Flug-Pokémon mehr. Oh, das. Ach, oh, nee. Ah, ich muss ohne Fliegen auskommen. Hilfe! Habe ich wirklich nichts? Wofür das nicht Flug? Warte, Garados! Moment, kann er Flug erlernen? Keine Chance, okay? Kleine Hoffnung noch. Bitte, komm, Garados, fliege für uns. Schade. War ein Versuch wert. Dann lade ich halt dahin, yay. Was? Das ein Spaß ist. Auf dem Weg habe ich hier noch ein Item gefunden. Ein Supertrank. Der lag hier an der Seite. Wir gehen jetzt gerade hier entlang. Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Nee, waren wir nicht. Ich bin gerade rüber gesurft. Wenn man hier jetzt reingeht, dann kommt man wieder hier zur Höhle. Und ja, gibt's glaube ich keine normalen Bären leider. So, ich kann das jetzt mal kurz zeigen. So, hier wären wir nämlich dann. Ups, Moment. So, hier wären wir nämlich dann. Ihr kennt diesen Ort. Und jetzt auf nach Ducatia City, let's go. Ich merke gerade, es ist gleich mal so weit jetzt. Ducatia. Wir sind schon in Teak. Jetzt einfach. Hier runter. Dann hier direkt, oder? Ich habe ja zum Glück einen Fenster dabei. Zack. Bitte keine wilden Pokémon, kein Bock. Und das war's. Wir sind schon da. Okay, dann ist es nicht so schlimm. Brauche ich ja nicht so viel schneiden. Alles klar. Okay. Aha. Es wirkt alles sehr friedlich. Aber ist es das auch? Hallo? Den Radioturm einnehmen. Was? Das geht dich nichts an. Okay. Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab. Ist er wirklich? Oh, böse Musik. Guten Tag. Leider bieten wir heute keine Führungen an. Oh, was ist hier los? Hey! Oh, wir kämpfen. Endlich haben wir den Radioturm besetzt. Nun wird jeder den Team Rocket Terror Apparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Denn wir sind böse. Ich merke auch gerade, ich brauche gar keinen Flamesack mehr vorne haben. Das
halbwegs sicher aus. Er kann ein bisschen Level vertragen. Du kannst sehr schön mal gerne Level vertragen, mein Freund. Spukball! Alles. Oh, ich bin dumm. Sorry, Typ normal. Ich hab's vergessen. Sorry. Ich hab nicht vergessen, dass das Typ normal ist. Ich hab nur vergessen, dass das nicht auf Typ normal trifft. Ich sollte mich aber mal heilen, bevor ich zu viel laber. Yeah. So, ich spuk vor, weil der Kampf langweilig ist. Ihr kennt das ja. Team Rocket halt, ne? Und noch was? Noch ein Radikal. Mau ab. Aua! Auch mit dem Blödsinn! Verschwinde! Yes! Melly ist sehr gut! Zu stark! Wir müssen dich im Auge behalten! Du bist zu stark! Du könntest unsere Pläne zerstören! Ich muss die anderen warnen! Oh, Kacke! Das sieht nicht gut aus für uns! So, hier wäre jetzt ein guter Ort, guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden, aber die Folge ist zu kurz, deshalb müssen wir ein bisschen weitermachen. Müssen! Ja, ich zwinge mich, haha, lol. Steht ja eigentlich drauf, Loops-Kanal, aha. Ja, wird wohl gerade nicht laufen, wäre mutig mal. Hi, Pummeluft. Hallo! Warum möchten Sie den Radioturm besetzen? Ja, weil Sie die Johnny rufen wollen. Haha! Wie langweilig! Es war viel zu leicht, hier das Ruder zu übernehmen. Komm schon, heitere mich auf! Kann ich gern machen. Aber ich werde dich eher weniger aufheitern. Ich werde nur deine ganze... Ja, keine Ahnung. Ich werde dich besiegen! Ja, genau das werde ich tun! Melly, let's go! Ha. Spukball, ist das effektiv? Nee, oder? Das ist normal effektiv. Ich mache aber mal Spukball, weil Spukball ist eine tolle Attacke. Leider bin ich vergiftet, aber besiegt. Nice! Level 29! Oh, müssen Melly viel, viel trainieren. Oh, Finte? Aber... Was? Okay? Warum willst du jetzt... Finte? Nein. Nein. Ja. Ich hab doch schon Nein gesagt zu Finte. Wer bist du? Du hast mich besiegt. Das werde ich nicht vergessen. Ja. Wenn du das dann so sagst, dann muss das wohl so sein. Ja, ja, okay, cool. Wo ist denn mein Hyperheiler? Da ist er. Ja. Aber sonst gibt's hier nichts. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Ausbeuter! Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Nein. Nicht ein bisschen. Liegt wohl daran, dass ihr keinen Angst machen könnt. Außer Leuten, die keine Pokémon haben, aber... Wir zum Beispiel könnt ihr keine Angst machen. Ich beiße und kratze euch tot. Bye bye. Ratte ist ja jetzt. Ach, als ob ihr jetzt so viel Radfratz hat, oder? Ich habe extra jetzt angefangen vorzuspulen, weil ich wusste ja, dass ganz viele Radfratz. Wenn der 5 Pokémon hat einen Anfang mit Radfratz, wird das nicht gut sein. Oh, das gibt's jetzt nicht, aber. Bevor ich jetzt wirklich unnötig down gehe, mache ich jetzt sowas jetzt. Zack, bye bye! Danke für die Erfahrungspunkte! Du glaubst, du bist ein Held? Naja, mehr als du. Wir sind nicht immer böse, wir tun nur, wonach uns ist. Aha, und das soll ich euch glauben? Also ich will jetzt alle auslöschen. Hey, halte dich aus unseren Angelegenheiten raus! Nein! Ich werde euch auslöschen, dann habt ihr keine Chance mehr gegen mich. So, du kannst mir nichts. Hau bitte ab, du kleiner Wicht. Ich habe das Gefühl, Kratzer ist mittlerweile irgendwie stärker als bist. Aber dann setze ich halt für die Kratzer ein. Uff, ich gebe auf! Wolltest du lieber? Unsere Vorstände wollen die Macht an sich reißen. Sie haben Großes vor. Ich frage mich, was das wohl ist. Haben sie doch ganz gesagt, die wollen Giovanni holen. Also irgendwie sind die ein bisschen dumm. Vor 3 Jahren war das Team Rocket gezwungen, sich aufzulösen. Wir arbeiten hier gerade an einem Comeback. Ich weiß, dass das hier Team Rockets Comeback sein wird. Aber leider ein fehlgeschlagener Plan. Dank mir, eurem
10-jährigen Straßenjungen. Gerne doch. Immer doch gerne. Gerne schön. Dankesbriefe könnt ihr mir später senden. Von meiner E-Mail. Steht auf jedem Schlüsselbund. Aha, Komprimat. Ich glaube nicht, dass ein Komprimat so wie jetzt noch helfen würde, mein Freund. Bye, bye. Ach, komm schon, gib mir das Level ab. Das ist ja viel zu einfach hier. Weg mit euch. Oh, bye, bye. Yay, Level 30. So ein... Oh, Slimog. Slimog. So sieht's also aus, hä? Oh oh, kein Vibe-Check, bitte nicht. Wir müssen was anderes machen. Kommission? Yeah, richtig gedacht. Schuss auf mich. Oh nein, der greift mich an mit seinem Härtner! Das heißt, er wird gewinnen! Pach, keine Zeit für Sentimentalitäten. Du mit deinen großen Wörtern. Wir lassen es nicht zu, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Aha. Sure. Sieht man ja. So, und wie es weitergeht mit dieser crazy Story mit Team Rocket. Das sehen wir in der nächsten Folge. Haltet doch mal wieder ein. Lasst ein Like da. Und dann bis bald. Schönen Tag noch und ciao.